Jutschi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Super Mario Odyssey. Ja, sie, wir haben eigentlich genug Power, ja, aber ich weiß. Wir können. Ja, machen wir aber. Oh nö. Scheiße, da fällt mir ein, da wird uns eine Überraschung erwarten, wo ich auch keine so große Lust habe. Nicht nach dem vorigen Kampf. Moment mal, das. Ja, die habe ich. Alter, das war so ätzend. Und wie ich schon im letzten Part gesagt habe, ich kann diese Vögel nicht ausstehen. Oh. Entweder ist das ein purpurner Fleck, oder das sind tatsächlich Währungen. Die warten, von mir eingesammelt zu werden. Wie auch immer ich da hinkommen soll. Wie kam ich noch mal hin? Ah, Goomba ist da, also Goombalette. Wo sind eigentlich die anderen Goombas hin? Hä? Moment mal, kann ich das nicht machen? Also da, diese Romanze... Kein Problem, wollte es eh nicht machen. Weil Mario kann nicht so balancieren, wisst ihr? Oh, verdammt, die Feuerbälle verfolgen mich. Wieso kommst du plötzlich runter? Also die einen anderen Kollegen konnten nicht einfach so die Treppe runtergehen. Okay, ich kann jetzt auch vor allem mich jetzt um die Währung kümmern. Nein. Nö, es besteht keine Gefahr, dass ich da rausfliege. Okay. Also ich hatte die Befürchtung gehabt, dass wenn ich nicht richtig auf die richtig in die Kanone reingehe, sondern daneben. Okay, jetzt habe ich den Trick raus. Dass dann ja Mario dann aus dem Carbohydrat-Spot raushüpft und... Ach, guck mal, ich brauch euch. Ich brauch euch! Das ist... Ach so, alles klar. So kann ich Gumbette verführen. Das ist nicht falsch. Huch! Alter, wie... Ah, Mann, manchmal könnt ihr klettern und manchmal könnt ihr das nicht. Oh, verdammt. Ich muss aufpassen, sonst ficken mich die Goombas. Und das wird kein Liebesfick. Hilfe. Alter, Mario, lass den Scheiß nicht so rennen. Nicht, wenn Lava so nah ist. Oh, das habe ich nötig gehabt, danke. Ach, Alter, was war das denn? Ah. Komm her, Maya. Ja. Am Rande einer Salzansammlung, ja. Ach, ich habe wirklich Angst, einen falschen Schritt und dass ich nicht das Zeug reinfalle. Da bin ich immer so zögerlich. Okay, und der springt immer gesagt noch immer und versucht mich zu erwischen. Ja, ja, die mögen mich alle nicht. Aber kein Problem, ich mag sie auch nicht. Die sind jetzt so ungehobelt. Nicht mein Stil. So, dahin. Okay, dann wollen wir mal das Wehklagen der Schlimmlinge anhören, weil der Eintopf ruiniert wurde.
Unser Schlemmertopf ist perfekt geworden. Die richtige Menge haben wir auch hinbekommen. Das heißt, wir können bald unsere leckeres Schlemmerfestival abhalten. Lass es dir bloß nicht entgehen. Das ist ein großes Ereignis, bei dem alle zusammenkommen und schlemmen. Es kommen Besucher von überall her. Okay. Der olle Gockel hat es nicht ruhig. Unser Festival Püppi von Freunden ist echt harte Arbeit. Ich liebe unser Festival. Wie schön, dass wir jetzt vorbereiten können. Das wird unser allertollstes Festival. Wohin mit dem ganzen Deko? Verkaufen. Das sind irgendwo wackelt. Kann ja sein. Wir müssen alles für unser Festival geben. Was macht er da? Okay, mir ist schon klar, das war aber wieso hier so? Okay, die haben einfach ein Messer schon dabei. Die Vorbereitung ist jetzt das erste Ding von den Jungen. Wir sollten uns ranhalten. Was wollen wir nochmal tun? Mit diesem Festival können wir der ganzen Welt zeigen, was in uns steckt. Ich habe gehört, dass das Fleisch im Topf gelandet ist. Ja. Das Viech hat es da reingeschmissen. Und ist später selbst im Topf gelandet. Okay. Gucken wir mal hier. Oh, Idiot. Ich habe nicht so Lust, auf weiterzureisen. Ich weiß, was das will. Ich weiß jetzt, was ich will. Willkommen, willkommen. Diese entzückende Mütze. Er hilft jedem noch so kommen. Ideenlosen Bissen kriegt es mal. Ja. Na, ja, jetzt nicht. Ich habe noch das andere nicht. Das geht. Okay, dann kann ich nochmal das andere Level machen. Und da fällt mir ein, ich habe auf dem Küstenland das nicht gemacht. Das war mir eigentlich ja klar. Aber ich habe Captain Toad übersehen. Ja, ich... Das besitzt du schon. Welcher Verkäufer sagt, hey, das besitzt du schon, das brauchst du nicht? Naja, seriöse Käufer sagen das. Die sagen, Idiot, das brauchst du eigentlich gar nicht. Ist vielleicht dann für Geld für den zwar kontraproduktiv, aber man muss schon auch seriös sein. Und ist es nicht seriös, wenn man den Kunden ein dasselbe noch mehrmals andreht? So sehe ich das. Ob es eine Wirklichkeit ist, weiß ich nicht. Und warum wird hier ein Pfeil angezeigt? Warte mal, versuchen wir es mal so. Alles klar. Hier kommst du nur rein, wenn du auch wie ein Koch aussiehst. Und hey, du hast die richtigen Klamotten an und die richtige Kopfbedeckung. Komm rein. Ohne das Passwort wird auch nichts mit dem besten Rezept zu mir. Okay, was das an mir anderen zu tun hat, weiß nicht. Weil... Ich schmeiß mich nicht erst in Schale, um zu kochen. Das ist ein Schnittplatz. Dieser Kopf köche ganz ordentlich vor sich hin, was super für die Einheit eines verschiedenen Geschmacksnoten ist. Aber irgendwie könnte es ein bisschen heißer in den Topf sein. Ich schaffe es einfach nicht mehr Feuer aus der Lava, sondern wie ärgerlich. Okay, ich weiß, warum ich die Aufgabe hier hasse. Ich bin immer daneben gesprungen. Ist es wirklich nichts Schlimmeres als ein lauwarmes Feuer ohne einen Topf? Naja. Wenn es zu heiß wird, dann ist es auch ein bisschen problematisch. Dann müssen wir den hier nehmen und müssen in den Topf springen. Das Problem ist, ich bin immer irgendwie so ganz blöd. Immer so ganz blöd reingesprungen. Wieder rein, Mario.
Küche mit kleiner Flamme. Das nenne ich mal Feuer in unseren Topf, danke. Eigentlich war das im Topf. Ja, ja, ich bin Korinthenkacker oder wie man das so nennt. Ja. Okay. Was ist denn mit der Kamera los? Wenn sie so dicht ist, kann ich nicht sehen, wo ich hin muss. Tomatensaft. Das ist aber auch, als ob du auch so die Kerne drin sind. Hallo, kommst du mal her? Hallo, hier bin ich. Huhu. Raus da! Was machen die da? Ich weiß nicht, was mit der Kamera los ist, aber... irgendwie meint die Kamera, sie muss irgendwie so nah ran. Also diese Problematik hatte ich nie gehabt. Ich glaube, hier war das immer so das Problem gewesen. Was tue ich da? Ja, so geht's eigentlich auch. Tja, das teuer erkaufte Herz ist wieder aus dem Fenster geschmissen worden. Das sieht wirklich aus so wie Tomatenmark, wisst ihr das? Also gut getroffen, den Ton. Danke für die Erweiterung. Nein, renn da nicht rein! Wehe, Mario! Oh! Ja. Das ist der andere Topf, der so scheiße war. Der war scheiße. Also manchmal verstehe ich die Physik in dieser Kollisionsabfrage nicht. Was? Ihr könnt euch hier zurückverwandeln? Wer hat euch das denn erlaubt? Obwohl, brauche ich das jetzt? Nö. Ich meine, hey, ist ja die Ringe. Oh, drinne gelandet und nicht daneben. Oh. Okay. Der ist natürlich über mir. Köche mit großer Flamme. Okay. Alles klar. Du gehst geradeaus. Hier entlang. Ja. Oh, ich hab's geschafft. Boah. Okay, Schwung und dann reinspringen. Okay, das Ding hat doch etwa... Ach, guck mal an! Gut, da sind die... Das sind doch Tomaten. Also was will ich mir das denken, habe ich eigentlich da ein Outfit wieder gemeint. Den also den ganzen Teil. Ich habe ja nur das Cape irgendwie. Ja. Ich bin ja schon, ich bin ja schon.
Ach ja, und hier waren ja auch, sag mal, Tomaten zu kriegen. Mit irgendwelchen, aufdringlich im Sinne. Im Sinne von aufdringlich. Eigentlich, dass sie mir ans Leder wollen. Könnt ihr einfach mal da reinspringen in die Lava? Ich meine, hey, ich würde mich freuen. Können mir eigentlich Feuerbälle was antun? Ich meine, doch. Ein Lavabad. Also wenn das dich erwischen könnte, ich meine, wenn dann jetzt ein Feuerball mir Schaden zufügen könnte, dann wäre das irgendwie schon lächerlich. Weil ich bestehe eigentlich auch aus Feuer. Hallo, könntest du mal kommen? Hallo? Hey, Tomate! Schön, dass sie an das Detail gedacht haben. Aber jetzt kann ich natürlich Schaden nehmen. Oh, ich kann die Dinger zum Platzen bringen, das ist gut. Komm, Mario, kannst du ein bisschen... Nö, schade, geht das nicht? Weil ich habe echt keine Lust jetzt, das mit dem Feuerdings zu machen. Versuche ich wirklich einen Wandsprung? Ja, tut mir leid, ich muss dich leider töten. Weil sonst hüpfst du mir hier ganz schnell rum und erwischt mich. Toll. Die kommen ja hier. Danke. Nö, ich komm da nicht hin. Scheiße. Ich brauche diese blöden Tomaten. Oh, ein paar blöde Tomaten. Da oben sind auch ein paar blöde Tomaten. Oh! In die Fresse geschmissen. Dann komme ich aber immer nicht weiter. Und irgendwie habe ich nicht richtig abgesprungen. Ach, guck mal an, da sind sie wieder. Warte mal, ich könnte jetzt das Ding vielleicht dahin locken. Da müsste ja eigentlich gehen. Ich muss aufpassen, das verdammte Ding hat eine verdammte Wrench. Und ja, Mario, renn voll rein. Ich meine, hey. Eigentlich hätte es mich erwischen müssen, aber da hat es zum Glück nicht. So, das hätten wir jetzt geschafft. Ah, Moment mal, ich glaube, da ist auch wieder so eine der Fackelwitze. Ja. Also man wird regelrecht vom Promoten zugeschmissen. Laternenlicht auf der kleinen Insel. Ist ja nicht auch hier Captain Toad? Ich kann mich aber eben nicht so daran erinnern, dass er eben auch bei mir war. Okay. Okay, ich habe gerade mich gefragt, wie komme ich hier hoch, bis ich sehe, okay, unsichtbarer Block, und dann sage ich, oh, da hätte ich auch nicht kommen können. Soll ich mal gucken, was uns da erwartet?
Okay. Ein Powerball, einfach so. Da bin ich doch eigentlich überrascht. Ich schaffe nur im Gemüse, ja. Ich meine, ich habe doch gerade mir auch selbst gesagt, dass man hiervon mit Powermoden regelrecht vollgeschmissen wird. Habe ich da wirklich allen Ernstes da das in Zweifel gezogen? So. Ich brauche noch irgendwie 20 oder 25. Ich krieg Kopfschmerzen an den Gedanken daran, dass ich da wirklich hin muss. Also, diesen verdammten Level rein, wo ich doch keine Lust habe. Wo war der das nochmal? Das war so scheiße. Hä? Ach, da ist Captain Toad. Ich glaube, das ist er da unten. Ja, das ist er. Wie auch immer da hingekommen ist. Okay, dann gehen wir mal dahin. Ja, ich... ich immer merke wohl, dass ich nicht gerade davon begeistert bin. Da seht ihr, das ist Captain Toad. Wo man sich auch fragt, wie ist der wieder hingekommen? Also das... Diese Frage... Ich werde nie müde, das immer zu betonen, dass ich das mich wundert. Weil... wie schafft er das nur? Wieso frage ich eigentlich? Das ist ein Toad. Toad hat ja irgendwie immer so ein komisches Händchen für Probleme. Aber ich könnte mal ganz kurz wieder dahin. Mal sehen, was passiert. Ach so, ja. Gut. Was ich jetzt mich auch gerade frage, wie schöpfen sie das eigentlich hier raus? Ach, das war die Schmuse. Ich fand's aber auch gar nicht so schwer. Ja. Ist es euer... Das Gemüse ist da nicht gerade hilfreich. Okay, ich werde erstmal das ganze Gemüse entfernen. Weil das behindert mich nur unnötig. Und dann wird es auf einmal auf. Oh, guck, mein Herz. Ich werde der Suppe aber eine herzige Note geben. Eine herzhafte, versteht ihr? Ach, guck mal eine an. Oh! Ja, warum muss ich es unbedingt ausprobieren? Warum muss ich es herausfordern? Okay. Aber zum Glück war ich am Rand. Nimm die dumme Note! Oh, ich hasse das! Das war jetzt unnötig.
Okay, ja. Wieder die eine übersehen. Ist das dein Scheiß Ernst? Endlich! Nun, ja, schwimm im Kochtopf. Man muss da schon irgendwie wirklich ziemlich barker sein, hier in einem Kochtopf zu schwimmen. Okay, wenn man so ein Hotspot ist, dann kein Problem. Okay, und wie komme ich jetzt wieder runter? Ehrlich gesagt habe ich ja vor, jetzt einfach runterzuspringen. Ich meine, hey, und eine Slave und wir sind in Hotspot. Versuchen wir es. Mehr als sterben können wir eh nicht. Ja. Sag mal, könntest du dich mal beruhigen, Mario? Du lebst noch. Okay. Wieso hat der Magenschmerzen? Ach ja, der ist ja auch noch da. Ich sollte, bevor ich auf die nächste Reise gehe, auch wirklich ein Maximum Herz holen. Ja, das kann zwar wirklich ein schönes Level, also eine schöne Stage. Sie wäre wirklich schön, also richtig schön, wenn sie auch lang wäre. Also größer, aber sie ist wirklich sehr klein. Ich will nicht, dass die Level, dass es dort ist. Oh, bitte nicht. Das darf nicht da unten. Moment mal. Ah, ich habe doch noch welche gesehen. Soll ich riskieren, dass Mario da unten ist? Mir fällt ja ein, ich habe ja doch welche übersehen da. Was ist das? Nee. Oder ich sollte einfach mal googeln, wo die sein könnten, die da sind, wo ich es vermute. Ist eh dorthin. Wenn man weiß, wie die Bälle fliegen, ist das eigentlich an sich kein Problem. Passt dir das eigentlich auch, wenn Mario ihn Eselkäppchen woanders hinschmeißt? Ach so. Oh, ich sollte wirklich mal gucken, wo die sein könnten. Hm.
Wäre vielleicht ein Versuch wert, oder? Weil ich habe wirklich keine so große Lust jetzt, in diesen Level reinzugehen und zu gucken, weil dann müsste ich nämlich weiter vorwärts gehen. Ich frage mich aber wirklich, wie zur Hölle kriegen sie die Suppe da runter? Ja, das ist die goldene Bohne. Wo war jetzt noch mal das Bärchen? Da ist er. Ich wusste doch, dass er in der Nähe des Topfes war. Und was suchst du denn? Ich weiß nicht. Okay, ja. Hobbly hopp am Vulkan. Am Vulkan. Ist Nase. Wow. Bunny ist jetzt ziemlich lebensmüde. Mit schlimmer Landkunst gefunden. Achso, das ist so ein Bild. Das hattest du schon mal gesagt. Du sagst mindestens drei. Ja, ich hab's verstanden. Du hast keinen Bock darauf, Dude. Was ist ein Tomatenbrot? Okay, wie viel kostet das eine Teil? 25, mir fehlen also 7. Ja, werden wir. Aber ein anderes Mal. Ich mache jetzt noch mal Feierabend. Da muss ich dann mal gucken, wo was ist. Und ich hoffe wirklich nicht, dass es dieses bekloppte Level ist, wo ich freilich rausgehe. Also eigentlich soll das schon klar sein, aber ich sag's noch mal. Ich mache keine 100%, weil bei manchen da wird man total irre, wie man das ja auch bei diesen Lava gesehen hat, wo die... Oh, das ist kein Gemüse. Also das sind aber Garnelen. Also, wo man vor der Lava flieht und auch gleichzeitig auch noch über diese Dinger springen muss. Und so, also da habe ich, hab ich ja auch keinen Bock gehabt. Habe es ein paar Mal versucht, ich möchte auch vorwärts kommen. Und nicht stundenlang oder tagelang an einer Mission sein. Also hängen, meine ich. Ach, guck mal an, da ist auch so ein Mond, aber da komme ich nicht ran. Also deswegen. Okay. Ja. Okay. Der Hase war erschöpft wegen der Hitze. Selber schuld. Was macht es denn hier? Hobby hopp am Vulkan. Okay. Ach ja, das. Das ist alles eigentlich am Vulkan hier. So, das haben wir dann auch erledigt, Leute. Hey, Moment mal. Kunst? War das nicht in der Gemüse? Oh, und das sind Austern! Ja, hier kann ich auch noch ein paar. Das noch machen. Okay, machen wir das nochmal. Dann ist auch wirklich Schluss. Ja, ja.
Könntest du mal dein deine blöde Sprechblase entfernen? Oh, gut, dass ich daneben geworfen habe. Ja. Du Vollidiot! Das hat uns zwar gerettet beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal nicht. Ja, ich hätte vielleicht hier schon Münzen kriegen können, aber ich hatte da keinen Bock gehabt. Alter, könntest du mal deine Blö... Kannst du dein doofes Ding da mal wegräumen? Das nervt. Schon immer so gewesen, dass er seine blöde Sprechblase da gemacht hat. Das war knapp. Weil... Aber interessant. Die Mucke wurde nicht schneller. Jackpot im Schlemmerland. Und hier ist der unfähige Wächter des Ringes der Einigkeit. Oh, hier kriegt man auch mal Münzen. Noch nie gemacht, aber hey, ist möglich. So. Im nächsten Part werden wir dann sehen, ob wir die restlichen Währungen finden. Oder nicht. Also, see you, Madani.